zur Pressekonferenz nach dem Spiel SK Rapid gegen den TSV Hartberg. Markus, deine Analyse der 90 Minuten bitte. Ja, ich glaube, es war so ein typisches Hartberg-Spiel in Wien gegen Rapid. Finde, dass wir im Unterschied zu den letzten Spielen, die teilweise sehr kurios geendet haben mit sehr hohen, mit einer Vielzahl an Toren, das einzige Manko war, dass wir es heute nicht geschafft haben, uns mit einem Tor einmal zu belohnen. Auf der anderen Seite ein Gegner, der unglaublich effizient war, der nachher, muss man auch sagen, in der zweiten Halbzeit eine Phase gehabt hat, die ersten 5 bis 10 Minuten in der zweiten Halbzeit, wo sie das Spiel entscheiden haben können mit dem zweiten Tor, aber auch mit 2, 3 Umschaltmöglichkeiten, wo meine Mannschaft einfach nicht so am Platz war, wie sie das teilweise oder größtenteils über die erste Halbzeit gemacht hat. Wir haben es nachher trotzdem noch geschafft, durch den Tadic diese Top-Chance zu haben zum 2:1. Es wollte halt einfach nicht sein. Ist bitter, weil der Gegner natürlich sehr viel Qualität hat, auch nicht so viele Chancen braucht, aber wenn sie es haben, nachher natürlich die Chancen gut fertig spielen können. Also finde das Resultat aufgrund des ganzen Spiels noch einmal Spur zu hoch. Aber es ist so, wie es ist. Und wir haben, so finde ich, abgesehen vom Resultat her, jetzt noch nicht eine so schlechte Leistung gezeigt, wie das Resultat vermuten lässt. Danke. Bitte mal bei Fragen. Er kommt mit dem Mikro. Du Markus, jetzt hast du ausgerechnet auf Rapid hoffen für die letzte Runde. Bitte? Jetzt muss man gerade auf Rapid hoffen, dass die ganz einfach in Tirol punkten. Ich meine, ihr könnt es nicht mehr aus eigener Kraft schaffen, das Meisterplayoff. Ja, vor der Runde war es umgekehrt, jetzt dann ist es so. Also sich an dieser Spielerei zu beteiligen ist relativ mühevoll, weil wir in Wahrheit 22 Runden haben. Das, was der TSV Hartberg von Runde 1 weg gesagt hat, ist das. Wir wollen bereit sein, wenn einer von den großen Mannschaften einfach die Phase hat, wo sie sich eben bei den Top 6 nicht festsetzen können. Diesen Fall gibt es heuer wieder, aber es gibt halt mit Wattens eine zweite Mannschaft, die, finde ich, eine grandiose Saison spielen, die wirklich eine tolle Saison spielen. Dementsprechend können wir nicht davon ausgehen, dass Hartberg da eine Berechtigung hat, immer zu sagen, wir sind da jetzt, wir müssen in die Top 6. Das, was wir wollen dort natürlich hin. Aber wir wollen nach 22 Runden so viele Punkte wie möglich haben. Und wir haben aktuell 28 Punkte, wir haben noch ein Spiel ausstehend. Das ist eine Situation, mit der ich grundsätzlich nicht unzufrieden bin. Klar, ich weiß, mit dem Modus, mit dem wir uns befinden, ist es in Wahrheit so, dass du nächste Woche vielleicht gewinnen kannst. Das ist zu wenig. Du hast 31 Punkte und du unterhältst dich ab nächster Woche noch nur über einen Abstieg. Und das ist eigentlich eine Situation, die auf der einen Seite extrem absurd ist, aber auf der anderen Seite ist es so, wie es ist, und wir müssen einfach schauen, dass wir in diesen 22 Punkten so viele Punkte wie möglich machen. Das ist das, was ich immer gesagt habe. Wir haben aktuell einen großen Vorsprung auf dem Tabellenletzten und wollen den noch größer machen, und dann schauen wir, was ist nächste Woche. Also die Situation ist ja relativ klar. Klaus Hollmann. Markus, du hast das angesprochen, dass Rapid unmittelbar nach der Pause eine sehr starke Phase gehabt hat und im Gegenzug eher eine sehr schwache. Ist es so zu erklären, dass das Bemühen von euch war, diesen Rückstand nach einer, sage ich jetzt, relativ ausgeglichenen ersten Hälfte aufzuholen, dass das ein Grund war, oder was ist deine Erklärung für diese schwache Phase von euch? Naja, wir haben ein bisschen was verändert, klar. Ich habe den Reiko rausnehmen müssen, aufgrund, der war gelb vorbelastet und hat knapp vor der Halbzeit eine Situation gehabt, die natürlich auch mit gelb geahndet werden kann. Das heißt, wir mussten dort ein bisschen was verändern, war die Frage, wie wir das verändern. Aber das jetzt dann als alleinigen Grund herzunehmen, dass die ersten Minuten verschlafen worden sind, das lasse ich so nicht gelten. Wir haben es vor allem wir haben ganz dumme Abspielfehler gehabt im Spielaufbau, in der Spielstruktur her. Komplett untypisch. Dennoch, glaube ich, waren wir nach 10 Minuten nachher wieder da. Und nochmal, wenn der Tadic das 2:1 macht, dann glaube ich, dann geht alles in die Richtung, wie wir es in den letzten Spielen schon da in Hütteldorf gesehen haben. Es ist heute ganz einfach, es wollte nicht sein. Und ich glaube, und das muss man auch sagen, dass es nachher Rapid noch viel entschlossener, viel überzeugter verteidigt hat, als wir das nachher teilweise. Alex Huber. Markus, ein Ausblick für die letzte Runde, so wie du Rapid die letzten Spiele gesehen hast und so wie sie heute aufgetreten sind.
Darf man dann auch mit Schützenhilfe rechnen? Rechnest du vor solchen Spielen, wie wird es am Ende wahrscheinlich ausschauen? Oder verbittest du da eigentlich den Blick auf andere und sagst, okay, wir müssen gewinnen und am Schluss schauen wir dann? Also ich kann genau eins beeinflussen, ich kann das beeinflussen, was wir machen, und alles andere habe ich keinen Einfluss. Ja, das war aber vor der Runde gleich, das war immer, ist in der letzten Runde nicht anders. Ich gehe mal davon aus, dass jede Mannschaft den Willen hat zu gewinnen. Den haben wir natürlich auch. Das ist das Erste, und die Aufgabe, die wir erledigen müssen, ist einfach, wir müssen einmal unsere Aufgabe machen, und die brauchen wir nicht beschäftigen, was andere machen. Das ist uns heute nicht so gelungen, wie wir uns das vorgenommen haben. Aber es ist auch noch immer so, dass wir heute nicht bei irgendwem gespielt haben, sondern beim Tabellenzweiten bei Rapid Wien. Und wir als Hartberg nicht nach Wien kommen und sagen, es ist selbstverständlich, da auf 3 Punkte zu gehen. Also das ist es nicht. Wir wissen aber auch, was es heißt, nächste Woche zu Hause gegen St. Pölten auf 100% zu sein, und das werden wir. Und da werden wir alles raushauen und nochmal. Und dann werden wir sehen, was die Tabelle hergibt. Entscheidend ist nachher, dass du eine Situation hast, ich glaube, bin mir jetzt nicht sicher, aber in der ersten Saison, glaube ich, waren es 27 oder 28 Punkte, die für die Meistergruppe gereicht haben. Letztes Jahr haben wir es geschafft mit 28 Punkten. Wir haben, mit 21 Punkten, Entschuldigung, wir stehen jetzt aktuell mit 28 Punkten da, und nochmal, es ist ein Spiel noch auszutragen, und ich weigere mich, von sicheren 3 Punkten zu reden, weil ich ganz einfach weiß, was es heißt, gegen St. Pölten zu spielen, aber unsere Aufgabe ist es einfach, daheim alles rauszuhauen, und wenn wir nachher den Abstand auf den Tabellenletzten einmal vergrößern, dann ist das eine angenehme Sache, und sollte es noch am Ende so sein, dass wir oben dabei sind, wäre das richtig gut, aber das, ja, das passiert oder das passiert nicht. Nachfrage? Darf ich noch eine Nachfrage zu, weil du die Punkte erwähnt hast, wie viele Punkte man braucht? Es schaut so aus, als wäre es heuer ein neuer Höchstwert nötig. Kann man daraus irgendwas ableiten? Weil es gibt ja auch keinen Punktelieferant. Das ist ja jetzt nicht so, dass man sagt, ja, es haben alle mehr, weil die Mannschaft verliert nur. Also, gibt es daraus was abzuleiten, oder ist es einfach ein Zufall, dass ihr mit einer ebenso guten Saison wie letztes Jahr dann vielleicht trotzdem, obwohl es sogar noch mehr Punkte dann am Schluss sein könnten, zu wenig habt? Ja, also man sagt ja immer, um die 30 Punkte sollten es sein. Es ist im Grunde genommen ist es einfach so, welche Mannschaft schafft es, ihre Hausaufgaben am besten zu erfüllen? Das heißt, welche Mannschaft schafft es, gegen Mannschaften, die vielleicht in der unteren Tabellenhälfte sind, oft zu punkten? Aber wer schafft es, die eine oder andere große Mannschaft einmal zu ärgern? Und das ist vor allem für kleine Mannschaften oft ein bisschen ein Thema. Zu welchem Zeitpunkt spielst du gegen Salzburg? Zu welchem Zeitpunkt spielst du gegen LASK? Ist dort gerade eine riesige Belastung? Ist das am Ende der Herbstsaison? Ist das in einer Phase, wo der Gegner ein bisschen müde wird, oder ist das nicht der Fall? Das sind jetzt dann vielleicht keine großen Sachen, aber dann können sie auch mit der einen oder anderen Personalgeschichte zu tun haben. Ist ein Spieler gesperrt, ist nicht gesperrt? Also es sind so viele Kleinigkeiten, die nachher oft den Einfluss haben auf ein Spiel. Ja? Und ich sage einmal, so wie wir jetzt dann, ich nehme jetzt dann das Spiel her, was wir gegen LASK gehabt haben. Wir haben gegen LASK in der heurigen Saison die Situation gehabt, dass ein Trauner gesperrt war unter Michwardl. Aber dann fällt mir in der heurigen Saison schon nicht mehr viel ein, wo man sagen, okay, da war der TSV Hartberg vielleicht in einer bisschen einer. Also was ich damit sagen will, ist, das sind einfach alles Dinge, die müssen passen, dass vielleicht eine kleine Mannschaft wirklich den Sprung schaffen kann nach oben rein. Und nochmal, finde ich eine riesengroße Geschichte, dass es heuer Wartens ist und auch wir, die noch nach wie vor die Chance haben. Und das spricht schon auch für die Arbeit, was in Wartens passiert ist in der Saison, aber auch für die wir in Hartberg verrichten. Gibt es noch Fragen? Wenn nicht, einen schönen Sonntagabend.